Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner. Heute habe ich euch was mitgebracht von New Balance, den Rebel in der Version 4. Die ist recht neu, seit ein paar Wochen erst auf dem Markt. Und ich habe dem einen ausgiebigen Test unterzogen. Und im Vergleich zum sehr, sehr beliebten Vorgänger will ich euch gleich mal darlegen, was sich alles geändert hat. Also von der Optik seht ihr vielleicht direkt schon, der ist sehr, sehr modern, schon so ein bisschen spacig geworden. Also mir gefällt er von der Optik auf jeden Fall super. Gleich geblieben ist die Sprengung von 6 mm. Die Höhe der Mittelsohle hat sich auf jeden Fall ein wenig verändert. Hinten steht man jetzt 30 mm und vorne 24. Das ist ungefähr 2,5 mm höher als im Vorgängermodell. Man steht also nicht nur höher, sondern auch noch auf einer breiteren Mittelsohle. Und das merkt man auch, was die Stabilität betrifft. Und das war nämlich ein ganz, ganz häufiger Kritikpunkt an der Version 3, dass ihr gesagt habt, man könnte vielleicht ein wenig stabiler im Schuh stehen. Und das hat sich hier auf jeden Fall doch geändert. Das Gewicht in der US-Mustergröße 9 ist 214 Gramm. Der unverbindliche Preis ist 160 Euro und die Allrounder-Kategorie würde ich hier tatsächlich ansetzen. Ich würde den allerdings nicht bis zu Marathon-Entfernungen laufen, sondern eher bis zum Halbmarathon. Beim Schaum, der in der Mittelsohle verbaut worden ist, hat man jetzt eine Kombi genommen im Vergleich zum Vorgängermodell. Hier ist das PIBA-Material und EVA-Material verbaut. Ich glaube, PIBA ist 20% und EVA ungefähr 80% verbaut worden. Die Eigenschaften, die werden wir nachher mal darlegen. Ich persönlich finde, dass das ein sehr, sehr cooler Mix geworden ist. Und alle weiteren Details, gerade was das Obermaterial betrifft, im nächsten Abschnitt, sehen wir dann gleich nach den Bildern. Ja, beim Obermaterial verwendet New Balance tatsächlich wie fast alle anderen auch ein sogenanntes Mesh-Material. Das ist sehr, sehr dünn, leicht atmungsaktiv, also ist wirklich sehr, sehr leicht. Und man muss, weil es komplett durchsichtig ist, auf die Auswahl seiner Socken so ein bisschen achten. Hatte ich, glaube ich, schon mal ein Modell von Essex gehabt, wo man direkt durchgucken konnte. Die nächste Sache ist, hier vorne sind Stabi-Elemente eingebaut. Die sind in ihrer Wirkung, was die seitliche Führung des vorderen Zehenbereiches betrifft, wirklich sehr, sehr gut. Das passt also. Die Zehenbox an sich ist recht hoch und breit geschnitten. Und selbst wenn man mal ein bisschen Probleme haben sollte, was den Zehenbereich betrifft, ist das auch überhaupt kein Problem, weil das Material, was verbaut worden ist als Obermaterial, ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also selbst wenn die Zehen da ein bisschen reiben sollten, das sollte gar keine Probleme geben. Bei der Zunge ist es wie üblich so, die ist mit drei Punkten befestigt, einmal vorne und jeweils an den Seiten mit so Gummiriemen. Das ist auch sehr, sehr schön, was ich aber noch nie gesehen hatte, dass hier im unteren Bereich der Zunge hier vorne ein Pad verbaut worden ist und das ist wirklich richtig wirkungsvoll. Tatsächlich habe ich das so noch nicht gesehen, ist aber wirklich sehr, sehr gelungen. Die Zunge an sich ist kaum mehr gepolstert. Die ist sozusagen 2 mm dick ungefähr und ist mehr oder weniger aus dem Material durchgehend. Da sind sonst keine Pads verbaut, sitzt aber dennoch recht angenehm. Die Schnürung, da gibt es auch überhaupt keine Klagen. Die werden durch so gummiummantelte Löcher, die dünner sind, gezogen. Die sind ein bisschen elastisch, sind ein bisschen dicker als die Löcher. Also das passt. Der Einstieg in den Schuh ist auch recht vernünftig. Allerdings jetzt nicht übermäßig groß, weil die Zunge recht wenig Spielraum hat. Und so muss man auch sagen, New Balance hat hier diesen Schuh mit einem sogenannten Phantom Fit verbaut und konstruiert. Das heißt, in dieser Mittelfußbereich, der ist sehr, sehr schön stabil gezogen. Da ist das Material verstärkt, hier da sogar, wo die Buchstaben aufgeklebt worden sind. Die fühlen sich quasi wie Verstärkungen an, passt also im Gesamten sehr, sehr cool. Was den Schuhkragenbereich betrifft und den Achillessehnenbereich, sind hier dünne Pads verbaut. Da habe ich also schon mal dickere gesehen. Und das führt mich auch genau dazu zum Achillessehnenbereich schon, wo man sagen muss, ich hatte zwar keine Probleme gehabt, ich kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die hier ein bisschen Reibung haben könnten. Das habe ich auch schon mal gelesen irgendwo bei jemandem. Das heißt, hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Eventuell könnte es da zu Blasenbildung kommen. Wie gesagt, gehört habe ich es nur so am Rande. Die Schuhkappe, die ist wirklich sehr, sehr steif. Ist schön. Die Mittelsohle ist schön nach oben gezogen, das heißt, die Stabilität ist hier weiter noch aufrechterhalten worden durch diese Konstruktion. Das passt also soweit auch sehr, sehr schön. Der Fuß steht sowieso im Schuh ein bisschen vertieft. Das heißt also, der Schuh hat eine sehr, sehr gute Stabilität in der gesamten Konstruktion. Und genauso würde ich auch das Obermaterial sehen. Sehr, sehr gelungene Konstruktion.
ist in anderen Modellen von New Balance übrigens auch noch verbaut und überhaupt keine Klagen könnten da aufkommen. Wenn wir über die Details der Mittelsohle sprechen, dann gehen wir immer auf drei Punkte ein. Erstmal ist es die Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes aus technischer Sicht. Als zweites beschäftigen wir uns dann mit dem Schaum und als drittes mit dem Abrollverhalten, bevor wir dann zum Fazit der Mittelsohle kommen. Aus technischer Sicht des Leichtathletik-Weltverbandes können wir uns ganz kurz machen. Da ist der erste Check, ist, dass die Aufbauhöhen unter 40 mm sind. Das passt also schon mal. Und als zweites ist ja auch festzustellen, hier wird keine Carbonfaserplatte verbaut. Das passt also auch schon mal. Heißt auf gut Deutsch, der ist positiv gecheckt, passt. Als zweites zum Thema Schaum muss man ja sagen, das ganze Konstrukt des Schaumes ist ein bisschen breiter, ein bisschen höher geworden als beim Vorgängermodell. Man setzt hier auf einen Mix von PIBA-Material und EVA-Material. PIBA ungefähr 20%, 80% EVA. Das ist eine recht stabile Geschichte. Das heißt also, man steht, wie gesagt, recht hoch und auf einer breiten Oberfläche. Man steht also so, dass man sagt, man fühlt sich wirklich wohl. Die ganze Mischung ist relativ weich gewählt, relativ reaktiv und relativ vielseitig in der Auswirkung, im positiven Sinne auch. Das heißt, man hat ganz, ganz viel Spaß in verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Entfernungen. Beim Abrollverhalten muss man sagen, das Ding hat zwar hinten keine großartige Rockerkonstruktion, ist trotzdem schön geeignet, für Fersenläufer aufzusetzen, weil die Mittelsohle hier in dem Bereich hinten auch sehr, sehr weich ist. Man wird schön geführt, kann sich dann nach vorne schön abrollen und sich da auch mit der entsprechenden Rockerkonstruktion, die vorhanden ist, abstoßen. Das Ganze geht sehr, sehr schön, natürlich, passt. Also von daher kann man da einen positiven Check machen. Ist auch sehr, sehr gelungen gewählt worden. Ja, was das Fazit betrifft der Mittelsohle, man wird dann glücklich, wenn man diesen weichen Schaum mag. Man steht hier sehr, sehr breit und stabil im Schuh selber drin. Man hat verschiedene Tempogeschwindigkeiten, die man gehen kann, verschiedene Entfernungen, die man gehen kann. Wir würden sagen, von Easy Pace bis relativ zügig, maximal Halbmarathon Entfernung, dann wird er mir tatsächlich ein bisschen weich. Wie gesagt, generell muss man sagen, die Leute, die auf weichen Materialeinsatz stehen, die werden hier sehr, sehr glücklich werden. I used to think that the city's not for me. Fairy tales, fantasies, not a believer. No, not a believer. Bei der Betrachtung der Außensohle fällt direkt auf, dass hier ein paar angedeutete Einkerbungen nur stattgefunden haben. Dennoch macht das die Außensohle sehr, sehr flexibel, hat auch was damit zu tun, dass der Schaum schon sehr, sehr weich gewählt worden ist. Das heißt, der gibt auch sehr, sehr schön nach. Als zweites messen wir immer wieder die Außenbreiten hinten und vorne. Ich blende euch da auch mal wie immer ein paar Konkurrenzmodelle ein. Und da sieht man, dass der Schuh wirklich extrem breit aufgestellt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Schuh steht man also wirklich sehr, sehr stabil. Die Kräfte verteilen sich auf eine breite Außenfläche. Als nächstes sieht man hier 1, 2, 3, 4, 5 Gummielemente aufgebracht. Die sind ungefähr 3 mm dick, also sehr, sehr dick, verleihen der Außensohle auch an den Stellen noch eine gewisse Steifigkeit zusätzlich, was sehr, sehr positiv wirkt, und sind in der Wirkung bei Trockenheit schon mal spitze und bei Nässe auch immer noch sehr, sehr gut. Als nächstes muss man sagen, dass hier Steine und sonstige Verunreinigungen sich hier kaum sammeln und wenn sich direkt raustreten. Und was die Haltbarkeit betrifft, der Außensohle, sieht man das auch an anderen Modellen von New Balance, die ähnlich aufgebaut sind. Die sind sehr, sehr gut. Und als Gesamturteil muss man sagen, der Schuh kratzt hier im Außensohlenbereich schon haarscharf an der 100% Positivgrenze. Ja, um zum Fazit zu kommen vom Rebel V4, der ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm zu tragen, unter anderem, weil er auch sehr, sehr leicht ist. Der ist sehr, sehr vielseitig, also man kann wirklich verschiedenste Geschwindigkeiten und verschiedenste Längen laufen. Und man soll das kaum glauben, der ist sehr, sehr stabil. Das heißt, man steht im Schuh selber schon mal sehr, sehr stabil. Und weil die Außensohle und die Mittelsohle sehr, sehr breit gewählt worden ist, ist das auch ein sehr, sehr gutes, stabiles Gefühl an der Stelle. Preis-leistungsmäßig ist der sowieso super. Der Schaum ist sehr, sehr reaktiv, gelenkschonend und schnell und auch sehr, sehr weich.
Ich habe das jetzt mal auf die positive Seite geschrieben. Man kann das auch so ähnlich wie ich, der eher festere Schäume mag, auch ein bisschen auf die negative Seite setzen. Bis 15 Kilometer ist der für mich aber auf jeden Fall auch hervorragend. Dann wird er mir ganz langsam aber sicher ein bisschen zu weich. Und was man noch auf die negative Seite schreiben muss, ist, dass der hier im hinteren Fußbereich und im hinteren Schuhbereich ein bisschen zu Blasenbildungen neigen kann. Je nachdem sollte man da also auf die Schnürung gut achten. Ansonsten ist das eine hervorragende Weiterentwicklung und eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung.